Ah, es ist schön hier bei den Kobolden. Hallo und herzlich willkommen bei einem Tagebuch zu Sacred 2 Intentioned Edition Tagebuch. Wir haben etwas vor. Wir machen eine Art Challenge in diesem schönen Spiel, das der Mod Intentioned Edition macht ja schon das Spiel ein bisschen schwerer. Und ich habe gedacht, ich nehme ein unkonventionelles Bild. Den Schattenkrieger mit zwei Waffen und gehe direkt mal zum Koboldfürst und besiegt ihn mal, wenn es geht. Ja, ich mache weiterhin so Challenges, also eher auf Bossen konzentrieren mit dem Gameplay. Also ja, Let's Show sozusagen. Einfach ein Tagebuch, wo ich auch ein bisschen Rollenspiel mache. Genau, und ja, das Spiel hat sich sehr gut verbessert durch diese Mods, auch den Community Patch. Und so weiter. Und es wurde ja angekündigt, dass Sacred 4, denke ich mal, in Entwicklung befindet. Und ja, da können wir eigentlich schön mal ein bisschen ein paar Parts machen. Leider ist das Problem, OBS haltet Sacred 2 mit 60 FPS nicht aus. Deshalb nur auf 48 FPS, aber das sollte schnell genug sein. Von den FPS her. Da ist immer wieder so extreme Grafikfehler drin, macht so blau und rot Grafikfehler drin. Keine Ahnung, wie ich das beheben kann. Aber ja, ich muss halt da auch noch ein bisschen die richtige Einstellung finden, genau. So. Jo. Und bis jetzt ist es eigentlich recht leicht, weil Attacke, ja, habt ihr ja gesehen, recht viele Schläge macht. Ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Aber es ist einfach eines der Fähigkeiten, Attacke mit zwei Zauberstäben, wo einfach ein bisschen supportender ist. Ich mag es nicht immer stundenlang auf Monster herumzukloppen. Oder weil es so viele mit dem Super Spawn Mod noch drin, so viele Monster gibt, ist es halt einfach dann viel zu lange, um irgendwelche Gameplay-Szenen zu zeigen und zu schneiden. Und ja, deshalb habe ich jetzt diesen Weg gewählt. Es sollte eigentlich nicht allzu stark sein, aber auch nicht allzu schwach. Wir werden mal sehen, wie es denn mit dem Ding geht. Boss erledigen oder einfach auch Endgame halt nur. Ja, bin mal gespannt. Aber der Koboldfürst sollte eigentlich noch sehr schwer sein. Okay, ist Level 8, also trotzdem nicht höheres Level. Ja, könnte vielleicht sehr schwer werden, wenn er schon fast kein Leben verliert. Geht weg, muss weg vom Koboldfürst. Da will ich sonst one-hitten. Nein, geh weg. Okay, er macht schon Schaden. Oh. Okay. Wie kann man dem ausweichen? Okay, den hat er nicht getroffen. Der Stein könnte sehr viel Schaden machen. Okay, so jetzt nur, wenn man ihn hat, passt. Das ist eigentlich einfacher. Oh. Wenn er ausrastet, auch abhauen. Der Stein könnte uns, ja, nicht töten. Aber wenn er ausrastet, ausweichen. Nein, geh weg. Hallo, lass mich doch weggehen. Blöde Zauber. Eine blöde Attacke. Wenn er ausrastet, müssen wir unbedingt ausweichen. Ja. Okay, er ist nicht so schwer, aber er macht halt einfach viel zu viel Schaden. Für so low level. Ich habe halt noch nicht Rüstung. Das geht. Ich kann einfach nichts weites machen, als zu warten, weil das den Sacred 2 nicht unterbricht. Es lässt sich nicht auto unterbrechen, das ist das Problem. Ja, ja. Okay, 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 ich hab's gemerkt. Hau ab. Ach, Schattenkrieger, du bist doch... ganze Zeit immer nur kloppen im Sinne. Okay, wir haben ihn geschafft. Mit Level 9 geschafft. Das ist ziemlich eine gute Leistung. Ja, die Zauber mit diesen Ketten wie Attacke oder Wirbelschlag oder wie der heißt bei der Seraphim ist leider relativ... ja, schwer eben zu unterbrechen. Das ist ein Nachteil von diesem Bild.
Ja, Schaden auszuweichen werden wir sowieso nicht so viel schaffen. Wir machen physische Resistenz. Es hat nur physische Resistenz, aber ja, okay. Ne, wir werden nicht auf Ausweichen gehen. Physische Resistenz ist schon besser. Weil viele Gegner natürlich physischen Schaden machen und das müssen wir einfach blocken können, also resistenzieren können. Das ist einfach so. Wir brauchen eine gute Resistenz. So. Also, wir haben das früher geschafft, als wir wollten. Jetzt machen wir hier noch ein paar Monster kaputt, weil die gut droppen. Und ja, als Items habe ich da noch ein paar. Ja, einfach gefunden. Ich spiele Solo Safe Found, also ich habe nicht von anderen Charakteren jetzt momentan Items rüber getauscht. Und werden wir mal schauen, wie weit wir kommen. Also ich werde natürlich weiterhin zwischendurch zocken. Aber dann immer wieder das spannende Zeug zeigen. Bei Sekiro 2, es fehlt, bei Sekiro 2 hat ein bisschen anspannende Dinge. Also immer durchgehend Aufnahmen kann ich leider nicht machen. Sonst sind wir dann nie fertig mit dem Spiel. Und in einem Livestream kann ich sicher danach ein bisschen weiter Gameplay zeigen. Also noch mehr Gameplay. Farmen zeigen zum Beispiel. Okay, ich habe leider nichts bekommen. Ja. Die Gegner sind natürlich schon ein bisschen zäh noch. Aber wie gesagt, einfach wegen den ganz vielen Monstern, die spawnen durch den Super Spawn Mod, gibt es da einfach ein bisschen längere Wege und so. Kann ich leider nicht zwei Bosse zum Beispiel hintereinander zeigen, weil ich noch nicht so gut schneiden kann. Die Programme halt echt schlecht sind zum Schneiden, wo kostenlos sind. Muss ich noch ein bisschen Geld verdienen. So. Ja, so wird es halt auch abgebrochen. Der Beat ist eigentlich ziemlich gut, weil viele Spells sind einfach zu schwach am Anfang. Dann kann ich gar keine Gameplay-Videos zeigen, weil ich einfach die ganze Zeit vom Gegner fliehe. Und das ist dann auch nicht so gut. Oh, ein Ritualstab. Und das ist Zweihand. Ja, und manchmal weichen die Gegner halt zu sehr ab aus, wenn sie so Angsthasen sind wie die Kobolde. Ich dachte schon, der schießt gegen das Haus. Also ich bin auf der bösen Seite, auf der Schattenseite. Und ich werde, ja, ziemlich viele Quests, die nicht so interessant sind, natürlich ohne Video zeigen. Boss-Quests werde ich dann zeigen. Und ich werde nicht so viel erkunden in Silber. Ich werde einfach so gut wie möglich alle Quests einer Stadt so machen, aber nicht so viel erkunden. Wie, ja, das machen wir dann auf Niob. Jetzt werde ich relativ schnell nach oben kommen, Setteile finden und so. Gegner werde ich wieder sehr viel aus. Und so weiter. Was ich eigentlich noch gehen will, ist hier rund und hier nochmal ein Video machen. Da gibt es nämlich einen Piratenschatz. Den möchte ich gerne dann im zweiten Part zeigen, denke ich mal. So, und hier haben wir wieder einen Punkt. Ah, das ist eben noch der Punkt mit dem. Wir brauchen jetzt so langsam die Fähigkeiten. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Kampfrausch, Umlenkung. Da ist noch ein Doppelgänger drin. Windstärke, Kampf auf Geisterhand. Kampfbefehl ist auch Astralebene. Ja, wir haben sie einfach noch nicht so gedroppt bekommen. Okay, wir müssen noch ein bisschen warten, bis sie weitergehen. Bei den Fähigkeiten. Jo, und andere Challenges sind zum Beispiel, dass wir nicht sterben sollten. Dass wir jetzt auch nicht irgendwie handeln oder schmieden reintun. Und dass ich eventuell auch ein bisschen optisch mich einkleide. Ich finde es immer toll, wenn man die Charaktere so ein bisschen zeigen kann im Part.
wie sie eigentlich auch sehr schön aussehen wollen oder so. Und nicht gerade diesen Krempel anhaben wie diese blauen Mütze, die gefällt mir irgendwie nicht so, die ist zu strahlend. Und auch die Schuhe sind jetzt nicht gerade so, sind auch ein bisschen, sehen so aus, als würden sie zusammengehalten werden durch eine Schiene oder so. Ganz komisch. Ja, und ich mag dieses Spiel eben so sehr, dass ich einfach mich freue, dass wieder mehr Patch, also mehr Mods rauskamen und so. Also, es war einige Zeit still nach dem Enhanced Spell Mod. Dann hatte das die Edition gemacht, das ist hier EE genannt, der Mod. Und ja, dann hat er wieder viel mehr vorwärts gemacht. Und jetzt hat dieser Modder erst kürzlich nochmals ein Update rausgebracht, was eigentlich sehr gute Sachen einfügt. Wie zum Beispiel so Knochen von Menschen, glaube ich, Menschenknochen, die die physische Resistenz durchbrechen bei den Gegnern. Ist sehr gut für physische Dinge, aber ja, der Stab macht nur Hälfte, ja, nicht mal die Hälfte an physisches. Weiß nicht, ob ich die genau brauchen kann. Ich glaube, Kampfknochen heißen sie. Dann in einem der vorigen Patches hat er noch ein paar Items eingefügt, die so ziemlich uns einfach unterstützen. Reliquien zum Beispiel. Unique-Reliquien, das war schon vor einiger Zeit. Und hat einfach ein paar Bugs, wie zum Beispiel kaputte Quests gefixt. Und das ist natürlich so fleißig. Er macht einfach sehr viel für das Spiel. Weil er das wahrscheinlich auch kann und viele andere Modder können das nicht. Weil er dieses Programm oder den Quellcode hat. Und ich hoffe, er macht noch viel weiter und es gibt hoffentlich auch bald ein bisschen mehr Unterstützung für ihn. Und eben das neue Spiel, das muss einfach super werden. THQ Nord ist eigentlich bekannt für ihre gute Spiele, die sie publishen. Also ich hoffe jedenfalls, dass es gut wird, Secret 4. Secret 3 war ja ganz anders, das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Ich weiß nicht, wieso sie einfach das Genre ändern wollen. Aber gut, ja, ist einfach so. Ja. Und ich tanze währenddessen noch ein bisschen weiter, das finde ich immer so schön. Auch bei der Seraphim, die habe ich noch ein bisschen gezockt mit zwei Stäben. Ist auch relativ am Tanzen. Also die Animationen sind extremst, ja, schön, aber komisch. Ich finde jetzt tanzende Charakter nicht so toll. Aber gut. Gewöhnungsbedürftig. Eine Tochter suchen. Okay, dann machen wir das noch in diesem Part. Dann haben wir auch eine schöne Quest, die nur der Schattenkrieger hat. Das Portal noch kurz holen. So, nicht so viel kratzen mit ihren Dolchen. Das ist ein bisschen unbequem an meiner Rüstung. Jetzt immer diese Schläge auf die Rüstung. Das ist nicht so angenehm für mich. Es kann nur einen geben, ja. Das ist wahr. Nur einen Zauberstab Schattenkrieg. Ja, es wird wahrscheinlich öfters gespielt, also mittlerweile öfters. Weil er schon ein bisschen gebufft wurde. Ja, ich möchte schon gerne Konstitution endlich mal ein bisschen höher halten können. Aber andere sind wichtiger. Eine Reliquie, schön. Die andere ist blau, ja. Weil weiße Reliquien sammle ich nicht mehr ein. Automatisch. Gut. Können gerne in die Kommentare schreiben, was er erkunden soll. Weil er will ja natürlich ein guter Schattenkrieger werden, also ein starker Schattenkrieger. Er ist ja böse. Und viele, ja, Bossmonster sind dann nicht wahrscheinlich sofort erledigbar. Also,
Ich möchte es eigentlich austesten. Also manchmal kann es sein, dass ich dann einfach nicht das, was ihr sagt in den Kommentaren, ausführen kann oder will, weil es einfach noch zu schwer ist. Also Drachen sind vor allem schwer in diesem Mod. Und ja, manche Bosse, andere Bosse. Also Drachen könnten wir wahrscheinlich uns jetzt momentan noch one-hitten. Das ist eigentlich so gut wie klar. Ja, das war sehr gültig. Und die Charakterquest mache ich natürlich auch nur in den Tagebuch-Parts. So. Also mein Ziel ist es einfach Level 200 zu erreichen und alle guten Items zu farmen. So Sachen. Wenn es nicht allzu lange geht, aber es wird wahrscheinlich schon allzu lange gehen. Hör auf, da gegen die Säule zu schießen, das ist nicht so gut. So, da war ein Zerrbursche. Ja, ich bin ein Zerrbursche. Ich muss ja das Mädchen hätten. Danke, mein Vater hat recht, du bist ihm immer ein guter Kamerad gewesen. Ah, das ist schön, vielleicht im Krieg oder so zusammen gekämpft. Jetzt müssen wir das wieder, das Mädchen zum Vater bringen, scheinbar. Die Dinge sind zum Vorlesen halt ein bisschen zu lange. Also ihr könnt gerne das Video stoppen an dieser Stelle, wo ihr es lesen könnt und dann selber lesen. Aber so vorlesen möchte ich eigentlich nicht alles. Alles. Also nur das Wichtige oben meistens im ersten Satz noch vorlesen. Aber sonst geht es zu lange und dann sind irgendwie die Gegner da, wie jetzt gerade. Ja, und so Mikrolex, das liegt einfach an der Engine. Kann ich leider nicht viel machen. Ich habe die Grafik mal ganz runtergestellt und es hat immer wieder so kleine Hackler gegeben. Es liegt einfach an der Engine, weil die Engine immer wieder Sachen, die Grafik designen, also erschaffen muss, oder? Und dann gibt es diese kleinen Mikrolex. Genau. Ich bin froh, dass ich da auch wieder Videos machen kann ohne Grafikfehler. Einfach nur auf 48 FPS. Aber gut, das ist immer noch fürs Auge recht toll, angenehm, Das flüssig. war leicht. Und Hände Draglians. Zwerge gibt es sie wirklich? Ja, gibt es. Okay, ist Rüstungskunde, hat aber zwei Das muss ein Sockel. ganz besonderer Ja, aber mache ich Gegenstand noch nicht. sein. Tag ich noch nicht. Rüstung 8. 6, ja. Standarte, sehr gut. Jetzt gehen wir die Standarte. Nein, noch nicht. Standard hilft einfach wegen Angriffswert, Verteidigungswert. Aber setze ich eigentlich nur bei Bossen dann ein. Ich brauche also Umlenkung. Umlenkung. Der Bruder von Verteidigung. Umlenkung ist der Verkehrsminister von China, wenn ihr das wissen wollt. Nein, es sind Gag. Weil eben Umlenkung tönt ein bisschen nach Chinesisch. Keine Umlenkung. Bin ich jetzt gerade blind, aber. Ja, keine Umlenkung, immer noch nicht. Schade, ja, das ist halt eben der Zufall. Dieses random Zeugs. Also, das Ding haben wir erledigt, oder? Koboldfürst, die Quest haben wir erledigt. Ja, als nächstes sehen wir uns dann da unten beim Piratenanführer. So, wir gehen zurück, sonst spawnen wir da irgendwie falsch. Mach noch kurz Acaria Airlines. Das ist eine Quest, wo man einfach so lang gelangweilt irgendwo herumlaufen muss, dass man alles erkundet. Und dann gehe ich Livestream auf twitch.tv/dragobasler. Ja, genau, Spiel, Dankeschön. Ich werde den Auftrag annehmen. Ja, hätte ich ja Sage nicht machen, das. die Quest. Gute Items gefunden, aber alle nicht relevant. Dafür immerhin gelbe Items so langsam.
viele Runen. Könnte ich alle mal jetzt umtauschen. Aber dafür muss ich noch nach Zweibach, genau, Zweibach laufen. Dort gibt es einen Runenmeister und hier unten, nein, hier unten glaube ich nicht, aber das werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich gehe noch kürzer hin und dann gehe ich hier runter in dieses Gebiet. Bis zum zweiten Part. Tschüss. Oh, sieht schön aus. Tschüss.